Meine Damen und Herren, es ist Sonntag und ihr wisst, was das bedeutet. Zeit für Memes. Zeit, Memes auszupacken. Und deswegen starten wir heute mit, das ist richtig. Ich war gerade verwirrt. Nee, es ist nicht. Doch, es war richtig. Ich war verwirrt. Deswegen starten wir heute mit einem wundervollen Meme-Deck, was ich jetzt mit den neuen Karten aus dem neuen Set spielen kann. Und zwar Amano Iwato. Ja, eine Karte, die im TCG eigentlich nie wirklich Play gesehen hat, aber in Duel Links immer ganz cool ist, weil man das mit diversen Skills ziemlich gut ausnutzen kann. Die sagt nämlich, diese Karte, Effekte von Monstern können nicht aktiviert werden, außer denen von Spirit-Monstern. Und einmal pro Spielzug während der Endphase kommt diese Karte, wenn sie als Normalbeschwörung beschworen wurde, ist, zurück auf unsere Hand. So, Amano Iwato sagt jetzt einfach Folgendes. Also, ich bin Amano Iwato und ich muss normalerweise am Ende des Zuges auf meine Hand zurück oder auf die Hand des Besitzers. So, jetzt spielen wir aber einen Skill wie beispielsweise Lächelnde Welt und Lächelnde Welt sagt, füge deiner Hand eine Lächelnde Welt von außerhalb deines Decks hinzu. Falls du diese Fähigkeit aktivierst, kannst du bis zum Ende des Spielzugs deines Gegners nur den Effekt von Lächeln, Zauber, Fallenkarten aktivieren oder benutzen. Diese Fähigkeit kann nur einmal pro Duell verwendet werden. Was so viel bedeutet wie... Wir können Amano Iwato aufs Feld holen, lächelnde Welt aktivieren und wir müssen am Ende des Zuges nicht wieder auf die Hand zurück. Und das heißt, wir haben Amano Iwato, was die ganze Zeit auf dem Feld liegt und den Gegner schön dabei nervt, Effekte auf seinen Monstern zu aktivieren. Das geht nämlich nicht. Ey, Amano's dann for the win. Und das Ganze funktioniert mit Bestienkönig Barbaros, dem Fusilierdrachen beispielsweise genauso. Die haben ja normalerweise weniger Attack, wenn sie aufs Feld kommen. Zumindest wenn sie nicht als Tributbeschwörung beschworen worden sind. Und wenn wir dann aber lächelnde Welt aktivieren, ist das ziemlich egal. Denn der Fusilierdrache hat dann trotzdem seine 2800 Attack, genauso wie Beast King Barbaros, was ganz nice ist. Cool ist auch, wir müssen nicht mal zwingendermaßen den Skill aktivieren bei den beiden. Wir können zum Beispiel auch den Barbaros, wenn er auf dem Feld liegt, mit Aufprall des Weltenvermächtnisses zum Beispiel kurz aus dem Spiel nehmen und wenn er wieder zurückkommt, hat er seinen Basisangriffswert von 3000. Nur, dass wir da einer Meinung sind. Dazu spielen wir natürlich auch wieder das Konter-Package. Wir haben beispielsweise Wiedergeburt von Parshad mit ultimative Vorhersehung und auch nochmal zweimal göttlicher Zorn, um unseren Amano Iwato natürlich auch so ein bisschen Schutz zu geben und vielleicht Effekte von Monstern, die bereits auf dem Feld liegen, nochmal zu annullieren, wenn sie versucht werden zu aktivieren. Ja, mit verbotener Kelch können wir Amano beispielsweise auch nochmal irgendwie schützen oder so. Verbotener Kelch ist aber auch für den Fusilierdrachen und für den Beast King Barbaros ganz nice, weil auch hier wieder die Angriffskraft, wenn sie reduziert ist, für diesen Moment oder für bis zum Ende des Spielzugs wieder auf den regulären Wert plus 400 geht. Ja, sonst natürlich zweimal Parshad für Wiedergeburt von Parshad, dass wir dann auch nochmal den Zusatz-Value haben und den aus dem Extra-Deck direkt beschwören können. Wir haben sonst noch eine komplette Toolbox an Exit-Karten. In der Regel werden wir, wenn überhaupt, nur Schlimme Sünde nutzen, beziehungsweise eigentlich vielleicht auch gar nichts. Oder manchmal auch Wächterin Eatos. Ja, Eatos ist ganz cool, auch nochmal für Powerplays oder halt auch für 8er-Exit-Kombinationen, beispielsweise für Heliopolis. Yay! Ja, die können wir nämlich speziell beschwören, wenn wir keine andere Karte in unserem Friedhof haben, ne? Wenn wir kein anderes Monster auf unserem Friedhof haben, genau. Ne, das war ganz nice. Dann würde ich mal einfach behaupten, spielen wir doch einfach mal mit dem Deck. Also, früher hat man diese Variante des Decks zumindest mit... Ja, womit haben wir das denn gespielt? Mit, ich glaube, das war das nicht Duel Standby? Der Skill von Thea auf jeden Fall. Da hat man damals nämlich, beide Spieler haben das Duell mit einer Handkarte extra begonnen. Aber Effekte von Monstern konnten in der ersten Runde nicht aktiviert werden. Und das war ziemlich krass mit Amano, weil du hattest halt diese extra Karte auch noch. Der Gegner zwar auch, aber du hattest dann halt den Vorteil in dem Fall, weil dein Deck natürlich darauf ausgerichtet war, dass der Gegner keine Effekte aktivieren kann. Das war schon ziemlich krass. Alright, das ist eine Hand, die durchaus nicht so gut ist. Hm.
I mean, theoretisch können wir einmal auf das Himmelsgefängnis gehen. Das wäre, glaube ich, so mit das... Ah, die hätte ich in Death legen sollen. Upsa. Das wäre so mit unser... was ist das denn? Mit Barbaros einmal ins Grave legen. Ja, ich hätte ihn in Death legen müssen. Das wäre, glaube ich, ganz gut gewesen. Ja, das war leider nicht so eine gute Starthand. Ich glaube, in einem Amano sehe das nochmal ein bisschen anders aus, aber hey, trotzdem, ist okay. Oder vielleicht noch mit einer Konterfahrkarte. Schicksalsvision. Ja, hier wäre natürlich Amano jetzt richtig, richtig gut gewesen, um die Kombo des Gegners zu nutzen. Yep, hier wäre Amano richtig, richtig gut. Gute Schicksalsdame. Okay. Zeitkanal auf dich. Ah, ne, auf dich. Du aktivierst deinen Effekt. Banish einmal. Ne, wait. Das? Okay. Und banish dich. Okay. Holst die Wassertante aus dem Extra-Deck. Zieh auch nochmal zwei Karten. Ja, das wäre mit Amano natürlich alles nicht möglich gewesen, ne? Muss man da natürlich mal sagen. Aber ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit Amano starten, ne? Relativ schwierig. Ah ja. Ah ja, der Gegner hat vier Karten gezogen. Like Rose Dragon, okay. Aber ja, Karteneffekte können mich doch gar nicht zerstören. Okay. Ach so. Ah ja. Ah ja. I see. Irgendein OTK-Deck. Sieht so aus, ne? Ah, hätte den Death legen müssen, Mann. Das ist so ärgerlich. Ah, hätte den einfach Death legen müssen. Pass auf, jetzt ziehe ich den Amano. Jetzt ziehe ich Forbidden Chalice. Das ist eigentlich auch gar nicht mal so bad. Okay, da ist nochmal irgendeine Backrow-Karte. Jetzt können wir aber nochmal lächelnde Welt hier droppen. Warte mal, du gehst gar nicht auf 2,8 hoch. Ja, ne, die Effekte können einfach nicht aktiviert werden. Das war gerade wieder nur eine Passive. Okay, kannst du jetzt einen 9er oder einen 8er machen? Ja, ist okay. Ist okay. Ist okay. Ja, eine Deckliste des Gegners interessiert. Das sah eigentlich ganz witzig aus. Sah eigentlich ganz witzig aus, vor allen Dingen mit dem schwarzglänzenden Soldaten. Es war ziemlich trashig, weil du damit super krass bricken kannst wegen Zukunft des Schicksals. Aber es sah eigentlich ganz witzig aus. Ja, hat mir irgendwie ganz gut gefallen in dem Duell. Das sind so die Duelle, die ich gerne spiele gegen die Meme-Decks. So, jetzt müssen wir mal vielleicht anfangen und Amano aufs Feld hauen, ja? Kriegen wir das hin? Amano ist auch gar nicht mehr so gut, wie gesagt, weil Buch des Mondes, ne? Sehr, 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 sehr gut gegen Amano. Kanadier hat einem zumindest nochmal eine Runde gegeben und, ja. Das ist ziemlich schlecht. Das ist ziemlich schlecht, diese Hand. Aber hey, der Gegner startet einen Neustart, okay. Lass uns nochmal Folgendes machen. Ultimative Vorhersehung. Moment, warte mal, der hat so einen Neustart benutzt. Warum kann der Gegner dann eine Karte ziehen?
Ach so, okay. Aromagärtnerei. Ich glaube, das negate ich. Da habe ich nicht so Bock drauf. Wupp. Kein Bock auf Aromagärtnerei. Ist nervig. Wollen wir nicht. Okay. Okay. Alles klar. Amano Iwato. Ja, here we go. Amano Iwato. trockene Winde, okay. Moment, wie war das in trockene Winde? Falls du LP erhältst, wähle ein offenes Monster, das dein Gegner kontrolliert, zerstöre es. Falls du ein Aroma-Monster kontrollierst und mindestens 3000 LP mehr hast als dein Gegner, du kannst nur mehr. Ja, okay. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir so viel Damage wie möglich hinzufügen. Ach, schade, es war Engelsfurt. Egal. So, seht ihr? Und Amano muss jetzt nicht zurück auf meine Hand. Aber Effekte von Monster können trotzdem nicht aktiviert werden. So. Heißt, mein Gegner bräuchte jetzt Field Spell plus ein Monster, damit er hier überhaupt irgendwas aktivieren kann. Alright. Okay, World Legacy Clash. Und wir haben auch nochmal den Fusila Boy. Okay. Okay, okay, okay. Und das ist wieder irgendwas, was aktivierbar ist. Aktiviere ich Smile World, ist die Frage. Weiß ich gar nicht. Aber das ist die Fallenkarte. Ich wollte es gerade sagen. Gesegnete Winde. Das heißt, du wirst wieder irgendetwas von meinen Karten zerstören können. Weil du wirst ein Pflanzenmonster in deinem Friedhof wählen. Oder du zahlst 1000 Life Points, um ein Pflanzenmonster aufs Feld zu hauen. Okay. Ah, ja. Ah, ja. Was ich gefühlt hätte, wäre, wenn der Gegner jetzt natürlich Life Points generiert hätte. Um nochmal über trockene Winde dann irgendwas zu zerstören. Aber da hatte der Gegner keine Lust drauf. Okay. Wir haben zwar nicht Amano direkt auf der Starthand gehabt, aber wir haben den Gegner so ein bisschen mit Amano Checkmate gesetzt. Denn. Wie war das? Nee, okay, alles klar. Der Gegner konnte einfach keine Effekte aktivieren. Das war. Ja, so ein Hals- und Beinbruch. Und natürlich die ultimative Vorhersehung. Ne? Das war auch ziemlich gut in dem Fall, dass wir damit dann die Aromagärtnerei zerstört haben. Weil Aromagärtnerei, seien wir mal ehrlich, wenn die auf dem Feld liegt, dann hat man erstmal ein Problem, da überhaupt durchzukommen. Ne? So viele Lebenspunkte, wie generiert werden, Monster werden aus dem Deck beschworen. Nee, 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 das wollen wir einfach nicht. Ne? Stopp, aus. Alright, Fusilerdrache. Und sonst nichts. Ja, tatsächlich. Nur den Fusilerdrachen. Mann, ich will mal anfangen, um einfach nur Amato hinlegen, ja? Vor allem gegen so ein Deck wie das von meinem Gegner. Ja, machen wir kaputt. Wir haben auch kein einziges Mal Paarschaft gesehen, ne? Paarschaft wäre auch richtig gut. Nein! Machst du nicht. Okay. Mano? Nee. Oh ja, jetzt habe ich mich verklickt. Aber macht eh keinen Sinn. Der Gegner hat nächste Runde seine ganze Combo ready. Kann dann den Bounce-Effekt searchen und dann verliere ich eh. Ja, wie gesagt, ne? Wenn wir natürlich dreimal in Folge richtig beschissene Starthände ziehen, dann ist es ein bisschen schwierig, dann natürlich das Beste draus zu machen.
Wäre natürlich ganz gut, wenn wir halbwegs spielbare Hände bekommen, ne? Halbwegs. Es müssen ja keine Top-Hände sein. Es müssen spielbar. Pass auf. Jetzt agieren wir nicht zuerst. Und ziehen aber immer noch nicht den Amano. Okay. Aber auch immer noch keinen Parshas. Kommst du mir so vor? Hat man damals echt so mit diesem Deck gezogen? Hat man da... Also ich habe im KCC, wo das Deck so zum ersten Mal richtig Aufschwung bekam. Da kann ich mich gut erinnern. Da habe ich genauso mit diesem Deck gespielt. Ja, da erinnere ich mich. Ja, Manu Iwato gegen das Deck wäre natürlich ein Autowin gewesen und der Gegner hat keine Lust mehr. Okay, gut. Ganz casual Thunder Dragon Spieler, ne? Ganz casual Thunder Dragon Spieler. Ich weiß gar nicht, warum der jetzt hier aufgegeben hat. Weil er gemisplayed hat? Verstehe nicht. Nee, versteh ich gerade wirklich nicht. Was da jetzt gerade passiert ist. Entweder der hat halt natürlich den massiven Brick gehabt oder... Keine Ahnung. Ich kann es mir gerade nicht erklären, was da passiert ist beim Gegner. Das sieht sehr merkwürdig oder sah zumindest sehr merkwürdig aus. So, wir gehen zuerst. Okay, immerhin Wiedergeburt von Parshas, okay? Immerhin die Wiedergeburt von Parshas. Immer noch kein Amano, was hingegen dieses Deck natürlich auch wieder richtig gut gewesen wäre, aber ist okay. Okay, dunkler Vertrag mit dem Tor. Negate. Du kriegst keinen Search. Und Parshas aus dem Deck. Ey. Aber mein Gegner hat immer noch 4 Handkarten. Und es ist die. Oh, okay. Dark Contract with the Swamp King. Aha. Stimmt, die Variante gab es ja auch noch. Ich habe keinen Removal, ne? Ja, da ist jetzt Amano. Das bringt mir leider nicht so viel. Bis zum Ende des nächsten Spiels kann diese Karte nicht durch Karteneffekt zerstört werden. Ja, das ist blöd. Das ist sehr blöd. Also das Schloss von Stromberg, das nimmt mich hier gerade ordentlich hops. Wir machen das so. Wir zerstören den dunklen Vertrag mit dem König und beenden den Zug. Wir greifen auch gar nicht an, weil unser Gegner jetzt 10 seiner Deckkarten zumindest millen muss. Und vielleicht sind das wichtige Combo-Pieces, wer weiß. Weil ich glaube, so habe ich eine bessere Chance, da irgendwie durchzukommen, als dass ich das jetzt so mache. Denke ich einfach mal. Es macht ja keinen Sinn, goldenes Schloss. Ich will nichts sagen, ne? Aber was zur Hölle ist das für eine beschissene Kackliste vom Gegner? Das macht doch keinen Sinn! Das macht doch keinen Sinn! Warum spielst du Marjo in dem Deck? Als One-Off! Was? Das macht doch null Sinn! Und warum spielst du nur einen Kepler? Und einen Wirbelschleim? Was? Okay. Ich hatte selten so viele Fragezeichen auf dem Kopf wie jetzt gerade. Das macht nämlich absolut keinen Sinn. Weil du spielst doch eben Goldenes Schloss von Stromberg nur, damit du eigentlich nicht die Karten wählen musst.
warum spielst du dann Grand Maju, wenn du nicht immer Karten müllen musst und der Grand Maju in den meisten Fällen, wegen deinem Skill, schlecht ist? Aber es hat gerade funktioniert. Und das irritiert mich wieder. Oh. Wow. Oh. Okay. Alright, alright, alright. Und wir haben sogar die Extra-Karte. Ach krass, wir haben sogar noch die Extra-Karte hier. Okay, okay. Wir haben die eine Extra-Karte, die wir dann gleich abspeisen können. Und wir gehen zuerst und haben Amano. So, viel Spaß mit deinen Effekten. Und wir haben auch noch Schutz für unseren Amano durch Wiedergeburt von Parshat, ne? Wobei, nee, das geht ja noch gar nicht. Jetzt wird's wieder gehen. Ja, jetzt wird's wieder gehen. Können wir noch ultimative Vorhersehung einmal setzen und greifen dann einfach an. Modcheck? Wo war der Winder-Effekt? Was? Da war eine Winde auf dem Feld? Ach so, die konnte ihren Effekt nicht aktivieren. Da war doch irgendwas. Alright. Alright. Kein Problem. Whoop. Ist das noch eine Winde? Coole Winders hast du da, muss ich einfach mal sagen. Sind das 1600er, 1800er Vanilla-Bieter? Haben die nicht eigentlich noch irgendwie Effekte oder so? War da nicht irgendwas? Ja, das ist schon ziemlich mies, ne? Aber es tut gut. Es tut gut, auch mal solche Spiele zu gewinnen heute. Am Meme-Sonntag. Ich lege einfach Amano Iwato, aktiviere mein Skill und gewinne das Spiel. Ja. Vor allen Dingen war das so eine Fire Reload-Variante. Ich wollte schon sagen. Also immer wenn ich Excel sehe, muss es ja eigentlich Fire Reload sein. Und der Gegner hatte ja aus. Der hatte ja Buch des Mondes zweimal, Kamakat, ultimative Vorhersehung. Ich weiß gar nicht, warum der aufgegeben hat. Wahrscheinlich, weil ich dem schon so viele Ressourcen genommen habe, aber da wäre noch ein bisschen was drin gewesen. Ich hätte anstelle des Gegners nicht aufgehört. Ich hätte wirklich an seiner Stelle nicht aufgehört. Wobei ich da natürlich noch einige Negates hatte durch die er dann durch muss, ne? Ich hätte jetzt zum Beispiel Karma-Cards und Buch des Mondes etc. alles negieren können. Vielleicht auch irgendwelche Aktivierungen von Alistair. Vielleicht hätte er einen Alistair auch noch auf der Hand, ne? Weiß man ja nicht. Neos Fusion wäre ein sehr guter Out gewesen auch, ne? Also da hätte ich an der Stelle nicht aufgegeben. Muss ich dem Gegner einfach mal sagen, das war nicht so gut. Also ebenfalls nicht so berauschend ist es jetzt erstmal die Startern, aber ist okay. Wir haben theoretisch zwei Konter. Also schauen wir mal gegen Alexis. Ach, das ist das Deck. Okay, den Free Search, den gebe ich dir auf jeden Fall nicht. Schmeißen wir ab. Schmeiße ich Providence ab? Oder schmeiße ich Chalice ab? Chalice würde halt auch ein Spell negaten, ne? Nein, 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 ich schmeiß dich ab. Weil Chalice würde ich gerne behalten, falls jetzt noch der Ritualspell kommt, dass ich den Ritualspell auch nochmal negieren kann. Genau, so machen wir das. Battle Phase. Okay. So, und nochmal Chalice. Alright. Wall of the... Bin ich ganz ehrlich? Nehme ich. Juckt mich an sich so gar nicht. Ich meine, klar, jetzt habe ich deinen Skill aktiviert, aber ich kann, wie gesagt... Ah, wobei, wenn er jetzt natürlich einen CC hat, ist schwierig. Na, warten wir mal ab. Wirklich viel kann ich ja eh mit dieser Hand nicht machen. Naja, wirklich viel kann ich mit dieser Hand hier eh nicht machen. Deswegen sollte ich mich da jetzt auch nicht verrückt machen. Genau, Meister der Rituale. Aber ich kann ja die erste Aktivierung von Meister der Rituale negieren. Okay.
Okay, Tarot 3. Kann er denn Tarot 3 beschwören? Ja, Wahrsagenritual. Negaten wir das aber erstmal. Eine Handkarte ist Tarot 3. Und dann muss ja irgendwas auch in der Hand sein, womit der Monster beschwören kann. Alright, so. Amano, Amano oder irgendwas anderes. Jawohl, Eatos. Wächterin Eatos it is. Whoop. Set 1. Und Attack! Ah, scheiße, das ist Vicoribo. Mit dir greife ich nicht an. Wegen Meister der Rituale. Wegen Meister der Rituale greifen wir hier nicht an. Ja, ich hätte mein Extra-Deck noch gehen können, ne? Oh, und du kannst trotzdem beschwören. Als ob. Als ob. Und er hat sogar den Neuner. Da, fuck. Ah, okay. Ja, das ist natürlich krass, dass der Gegner so eine Starthand, beziehungsweise nochmal so eine Combo-Hand hatte. Ist nicht so wahrscheinlich. Ach man, das ist ungünstig, das ist uncool. World Legacy Clash. Gibt mir leider auch nicht so viel. Mhm. Halt irgendwie Tarot 3 loswerden, ne? Das wäre wichtig, Tarot 3 loszuwerden. Kann ich den Tarot 3 irgendwie loswerden, ne? Nee, kann ich nicht. Das ist natürlich jetzt der Damage-Debuff von... Damage-Debuff nicht so gut. Wenn ich eben mit dir angegriffen hätte, hättest du noch 400 Life Points. Hätte mir aber auch nicht so viel gebracht. Okay. Dann lass doch mal gucken, was hier so geht. Nochmal Wahrsagerritual. Okay, für eine zweite. Ja. Set 1, okay. Battle. Und wie war das? Während der Battle Step? Ich glaube, während der Battle Step muss ich den Effekt aktivieren. Damit der Angriff, glaube ich, gleich ins Leere geht. Das war doch so, ne? Ah, flippst du dich selber zu? Oh, okay, wild. Und ich habe meinen regulären Angriff wieder. Okay. Wiedergeburt von Parshad. Ach, bringt mir leider nicht so viel.
Scheiße, ich habe jetzt auch gar nicht meinen Piercing-Effekt, ne? Doch, den Piercing-Effekt habe ich noch. Okay, na immerhin. Okay. Ja, das ist spannend. Jetzt kann natürlich die Tarot-3 nochmal kommen. Ja, Meister der Rituale. Jetzt kannst du theoretisch den Crawler auf dem Spielfeld nochmal weghauen. Um eine weitere Tarot-3 zu beschwören. Ja, das geht. Oh, never mind, okay. Okay, warum nicht? Verstehe ich nicht so ganz, aber gut. In dem Fall können wir doch... einmal Folgendes machen. Okay. Wir wissen, dass da eine Battle Trap ist. Oder ist wieder ein Zwickoribo oder so auf der Hand. Das wissen wir. Was? Okay. Alles klar. Little_Diamond18. Willkommen im Palmenclub. Okay. Willkommen im Palmenclub, wer immer das jetzt gerade auch war. feierlich. Okay, da ist die Mauer der Störung. GG. Das sind genau 3000. Beziehungsweise ein bisschen weniger in dem Fall. Ja, das ist vorbei, weil ich da jetzt einmal drüber steigen wollte. Ja, ich habe halt nichts gegen Backrow. Ich hätte vielleicht jetzt warten können, bis ich Wiedergeburt von Barschat habe, aber... ah, warte mal, mein Gegner will jetzt eh nichts mehr machen. Ah, warten wir mal ab. Ich kann potenziell über Wiedergeburt von Barschat noch was machen. Okay, der Gegner will also nichts tun, das ist in Ordnung. Okay. Okay, Leute. Okay. So. Let's go. Wir sind wieder im Geschäft. Cosmic Cyclone vom Gegner wahrscheinlich irgendwie. Die verdeckt liegen. Die können nicht genutzt werden. Der Gegner kann nicht Cosmic Cyclone nutzen. Das geht nicht. So, Wiedergabe von Parshat. Nutze ich ebenfalls. Noch nicht. Ich will erstmal, dass der Gegner seine Ressourcen hier benutzt. Boom. Tarot 3. Jetzt aktiviert deinen Effekt. Boom! Ende aus, Mickey Maus! Das musste gemacht werden. Aber es ist noch nicht vorbei, Leute. Es ist noch nicht vorbei. Doch, es ist vorbei. Er hat nämlich keine Ritualspells mehr, um seine Karte zu beschwören. Okay. Aber so eine Mauer der Störung wäre immer noch blöd. Aber der Gegner gibt auf! Und wir können mit diesem Meme-Deck ein relativ solides Deck in der Meta aktuell besiegen, obwohl wir nicht mal unseren Amano Iwato beschworen haben. Und wir haben sogar einen Rank-Up damit gemacht.
Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert. Aber es hat funktioniert, Leute. Es hat funktioniert. Informant aus der Unterwelt. Ah, alles klar. Leute, das soll es für diese heutige Folge gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder, wenn es heißt Yu-Gi-Oh! Duel Links. Meme-Sonntag ist immer wieder ziemlich witzig. Ich hoffe für euch ebenfalls. Bis dahin, wieder schon reingehauen. Haut rein, macht's gut und ciao. Euer Rigi. Man sieht sich. Amano Iwato. Er stirbt nicht aus.